Ich habe grün. Oh mein Gott. Hä, das sind kleine Kiwis. Blaubeer, glaube ich. Orange. Orange. Also ich glaube, ich nehme das direkt. Also ich habe hier sowas Gelbes, das sieht ganz interessant aus. Das schmeckt richtig gut. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella, hinter der Moritz-Kamera. Was geht, Leute? Und bei uns ist Freitag. Heute ist Cheat Day. Das bedeutet, wir können viel und leckere Sachen essen. Und ich bin hyped, denn heute werden die Farben der M&Ms, die wir ziehen, das Essen unserer Farbe bestimmen. Nicht ganz, die Farbe unseres Essens bestimmen. Was wir erstmal brauchen, sind natürlich die M&Ms. Und dafür gehen wir erstmal in den Supermarkt, kaufen die. Let's go bei M&Ms. Wir befinden uns vor der M&M-Abteilung. Und Leute, diese M&M-Abteilung ist nicht wie in Deutschland. Es gibt lilane M&Ms. Was für krasse Verpackungen es gibt. Und das krasseste, es gibt M&M Karamell. Die lassen wir heute auf jeden Fall bestimmen, oder? Ja. Können wir nicht einfach alle mitnehmen? Nein, können wir nicht. Die sehen so geil aus. Das sind einfach nur 130 Gramm, Maurice. Okay, willst du direkt einziehen? Ich mische sie einmal kurz durch. Okay. Okay, sie sind doch eh gemischt. Als ob jemand sich die Mühe macht und sie sortiert. Ich hab gelb. Yellow. Wir machen so, dass ich pro Gericht eine Farbe ziehe und du eine Farbe, damit es ein bisschen spannender ist. Okay. Also meines Gelb sind voll fett, ne? Diese, ja, das. Brown. Hinter uns ist so eine richtig geile Bäckerei. Es ist noch übel früh am Morgen und es wird Zeit für den Start right in your day Snack, oder? Ja. Schokolade, Maurice, guck mal, was hier geiles gibt. Okay, Leute, für mich gibt es nur so einen gelben Kuchen. Aber ich habe gesehen, dass die auch Smoothies haben. Dann hole ich mir lieber sowas, um in den Tag zu starten, anstatt ein Stück Kuchen. Also das, da würde ich echt Bauchschmerzen nehmen. Also ich hätte Bock auf ein Stück Kuchen mit einem Smoothie. Aber braun ist auf jeden Fall die perfekte Farbe, denn das sieht aus nach Schokolade. Also du hast echt viel Auswahl, ne? Boah, wie geil. Oh mein Gott! Das ist einfach der perfekte Beginn für den Tag. Geil, das riecht schon so gut, ne? Was ist das denn? Das ist ein Schokoladenbrownie mit Schokolade nochmal darüber und. Kim hat einfach ihren Brownie aufgegessen, bevor ich meinen Smoothie überhaupt bekommen habe. Man darf den da nicht so lange warten lassen, weißt du? Der hat richtig Bock auch in deinen Magen zu gehen. Der fühlt sich ja wohl in meinem Magen. Ich habe meinen Smoothie bekommen, er ist allerdings ganz, ganz, ganz sehr hellgelb. Er sollte Mango sein, aber... Er ist halt noch nicht richtig gelb, aber... Keine extra Farbstoffe drin. Ja, hellgelb. Wir sind wieder zurück in unserem Hotel und jetzt werden wir erstmal das Frühstücksbuffet nutzen. Denn hier gibt es eins, ich bin richtig hyped, aber wir können nicht einfach nur das nehmen, was wir vom Frühstücksbuffet wollen, sondern wir haben natürlich unsere M&Ms dabei. Diesmal fange ich an. Ich hoffe nichts Gesundes. Ich habe gelb. Jetzt habe ich gelb. Oh mein Gott. Ich habe grün. Alter, perfekt. Okay, perfekt. Let's go. Okay, das Frühstücksbuffet sieht mega geil aus. Ey, kann ich hier diese Cornflakes essen? Die sind gelb, oder? Ja, sind gelb. Geil. Aber ohne Milch, ne? Egal, die sind auch trotzdem geil, wenn man sie einfach so mit Orangensaft. Hier wäre auf jeden Fall Orangensaft. Der wäre gelb. Wollen wir das mal probieren? Ja. Oh mein Gott, das wird bestimmt richtig eklig. Aber vielleicht haben wir auch etwas Neues, Krasses erfunden und das wird richtig geil. Das Ding ist, wir sind ein bisschen spät. Das Frühstück schließt schon in 10 Minuten und es gibt original fast gar nichts mehr, aber... Und es gibt gar nichts Grünes, Leute. Wir sind jetzt einmal rumgegangen, es gibt nichts, was Grünes, außer einen grünen Tee. Aber es gibt Rührei und das ist auf jeden Fall gelb. Und das gönne ich mir und das ist einfach ein richtig gutes Frühstück, Mann. Okay, ich habe auf jeden Fall Pech gehabt, Leute. Es gab wirklich nichts Grünes, aber es ist eh noch früh am Morgen. Ich habe morgens nie so viel Hunger, deswegen ist es nicht so schlimm. Ich kann bis zum Mittag warten. Guten Fun, ne? Guten Fun. Es könnte eigentlich schmecken. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich habe sowas im Kindergarten bestimmt schon mal gegessen, aber daran kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Okay, let's go. Ist geil, kann man essen. Safe. Habe ich mir gedacht. Das schmeckt richtig gut. Wir haben eben gesehen, dass heute der Markt offen hat. Leute, da fahren wir auf jeden Fall gleich nochmal hin. Und da werde ich mir was richtig Gutes essen holen. Also ich muss sagen, ich bin gerade schon mega voll, Maurice, ne? Aber wir werden jetzt noch ein paar Videos schneiden und danach dann zum Markt fahren. Wir sind gerade in unserem Van und irgendwas stimmt auf jeden Fall gar nicht. Es stinkt gerade unnormal. Also es fiept, es macht so ein richtig komisches Geräusch. Die Batterie hier leuchtet, das war vorher auch noch nicht. Es stinkt richtig. Wir hoffen, dass wir es jetzt noch bis zur Werkstatt schaffen. Ey, ich habe gerade so Angst. Ich habe gerade richtig Angst, dass wir gleich stehen bleiben oder dass irgendwas explodiert. Weil es stinkt so richtig nach verbranntem Toast, ne? Ey, hoffentlich ist nichts mit unserem Van. Also Leute, die Lampe leuchtet immer noch, aber wir sind kurz vor einer Werkstatt. Also 300 Meter noch bis dahin. Den Rest könnten wir jetzt auch noch schieben, aber ich glaube, das schaffen wir noch. Wir sind gerade so froh, dass das Auto das noch geschafft hat, ne? Boah, ich hoffe, das kostet jetzt keine 30 Millionen Euro. Mal schauen, was überhaupt los ist. Hello. Werkstatt. Wir hoffen, es hat schon geöffnet. Obwohl, 8 Uhr morgens. Perfekt. Ja, ey, stinkt so scheiße, Alter. Ich hab richtig Angst. Das hatten wir bisher noch nie, Probleme mit dem Van. Ich hab wirklich Angst, ne? Ja, ich auch. Okay. Der Van ist abgegeben. Wir hoffen einfach zutiefst, dass wir ihn heute wiederbekommen. Und wir hoffen auch sehr, dass es nicht allzu teuer wird. Dass da nicht irgendwas kaputt ist. Ey, das wäre so Horror. Jetzt wollten wir jetzt zum Markt. Das bedeutet, wir müssen jetzt die Bahn zum Markt nehmen und gehen einfach mal ein bisschen. Ich bin hier Herr Moon gewalkt. Das Gute ist ja, unser Auto ja gar nicht jetzt dabei. Deswegen müssen wir es hier auch nicht parken und deswegen müssen wir auch nichts dafür bezahlen. Das bedeutet, wir können diese 15 Dollar, die es mindestens kosten würde, wieder reinvestieren in Essen. Ja, lass uns mal ziehen. Also da ist der Markt. Der ist hier mitten in der Stadt. Das ist so krass hier. Ich wünsche mir wieder grün, weil grün ist immer am gesündesten. Ja, toll. Aber wer will denn grün? Hey, also warum? Rot geht eigentlich auch noch.
Blaubeer, glaube ich, heißt. Orange. Beim Frühstück hat mich das Grün ja ein bisschen im Stich gelassen, aber hier ist ein Markt, hier gibt es wirklich alles. Ich glaube, ich hole mir gleich eine ganze Gurke und schieb die mir rein. Aber hier wird es auf jeden Fall viele grüne Sachen geben. Wo schiebst du dir die rein? In meinen Mund natürlich. Das hat sich sehr, sehr, sehr weird angehört, aber okay. Wir sind angekommen und das ist direkt orange und es sieht richtig cool aus, oder? Ja, übel. Also ich glaube, ich nehme das direkt. Na, da hast du aber Glück, dass es aufgeschnitten wurde, ne? Auf jeden Fall 300 Mal besser als Karotten. Oh, ich habe mal einfach nur 50 Cent bezahlt. Also ich kann entweder Birnen nehmen, Äpfel, Weintrauben, also ich habe viel Auswahl. Avocado, Zucchini, Brokkoli. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich nehme. Ey, man kann sich das jetzt wirklich hier einfach so ausreichen. Oh mein Gott. Oh, was? Wie lecker riecht die? Ja, riech mal. Oh ja, hab ich schon. Geil. Ein grünes Paradies, Leute. Ey, so eklig, ne? So gesund kann ich. Ich liebe ja so ein Zeug. Maurice holt jetzt einfach so einen Strauß Kräuter, Alter, und isst die. So, ich habe mir jetzt hier noch so eine, keine Ahnung, was ist das geholt? Sieht aus wie eine Gurke mit Pickeln. Ey, nein, sieht aus wie Kerzenwerk. Das isst du jetzt nicht gerade einfach? Ich habe gerade reingebissen und einer vom Stand hat mich unnormal entsetzt angeguckt. Schmeckt unnormal bitter. Ich glaube, man kann das so nicht essen. Weiß nicht, ob man die Schale vielleicht nicht essen darf oder so. Wenn jemand das weiß, was das hier ist, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ey, die schreien hier so rum, ne? Ja, übel. Was hörst du dir da die ganze Zeit zum Munde? Minze und Petersilie. Oh mein Gott. Ey, ich finde, du solltest dir das hier holen. Können wir ja mal probieren, oder? Alles klar. So, wir haben jetzt hier diese Frucht gekauft. Da stand, man sollte die nicht mit den Händen anfassen. Und dann habe ich die ihm so gegeben, ich so einmal die. Ja, so, mein Gott, du darfst sie nicht anfassen. Und so, ich so, hä, wie soll ich sie denn dann schneiden und so? Soll er weiter aufschneiden und dann essen? Warum darf man das denn nicht anfassen? Ja, wir haben kein Messer. Okay, lass in irgendeinen Laden gehen und uns da einfach ein Messer nehmen. Da gibt es Aprikosen, die sind auch noch sehr orange. Aber es gibt einzelne Mandarinen, also hole ich mir davon noch ein paar. Und daneben ist auch irgendwas für mich noch. Hol ja, das auch Kiwi, noch. Kiwi Berries, kleine ja. Kiwis. Okay. Hol das mal. Okay, alles klar. Also, das erinnert mich so an Nikolaus, ne? Richtig geil, Clementine. Und für dich, Maurice, Kiwi-Bären. Richtig, richtig geil. Ja, ja. Das, oh mein Gott. Zeig mal. Hä, das sind kleine Kiwis. Ey, wie lecker. Also einen Apfel habe ich mir auch noch geholt. Also ich bin auf jeden Fall auf meine Kosten gekommen hier bei diesem Markt. Wir haben gerade einen Anruf bekommen und der ist nicht so rosig. Unser Auto hat einen kleinen Schaden. Und das ist wirklich ziemlich schade, denn wir müssen jetzt einfach 640 Dollar bezahlen. Aber wir hatten irgendwie voll Glück im Unglück. Wenn wir 10 bis 20 Kilometer weitergefahren, hätte es auf jeden Fall passieren können, dass so ein Gürtel, Belt, irgendwas gebrochen wäre. Und dann wäre unser Auto einfach im Arsch gewesen und es wäre noch viel teurer gewesen. Und dann wären wir einfach irgendwo liegen geblieben und wir hätten nicht mal eine Versicherung, wir hätten nichts gehabt, wir wären richtig am Arsch gewesen. Also das Ding ist, wir haben halt gar keine Rücklagen, also das können wir noch bezahlen. Wären wir liegen geblieben und wir hätten abgeschleppt werden müssen, so wir hätten uns das gar nicht leisten können, das wäre übel das Ende gewesen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal dran denken, so eine Versicherung abzuschließen. So langsam habe ich Durst. Wir trinken nicht einfach nur irgendwas, sondern wir lassen die Farbe unseres Getränks natürlich auch durch die M&M's entscheiden, oder? Okay, let's see a Farbe. Ich hoffe, ich bekomme nicht blau oder so. Aber braun wäre geil wegen Kakao. Okay, ich stecke in der Tüte fest. Blau. Ich habe braun. Ey, ich hole mir, glaube ich, einen leckeren Kakao. Nee, Maurice. Braun wäre geil wegen Kakao. Nein, du magst gar keinen Kakao. Lecker. Blauer Powerade. Ich mag kein Powerade. Und die Geschmacksrichtung blau am wenigsten. Und ich hole mir so eine Hot Chocolate. Ey, es gibt auch Iced Chocolate. Oh mein Gott, wie lecker. Dann hole ich mir eine Iced Chocolate. Die sieht aber lecker aus. Da freue ich mich aber richtig drauf. Eigentlich trinke ich sowas ja nicht, aber die Sahne muss ich leider weglassen. Die ist weiß. Hier ist ein Powerade. Dankeschön. Dieses wunderschöne Getränk. Wie kann man so wunderschön sein? Oh nein, du trinkst das wirklich? Oh, das sieht so geil aus, Mann. Wir haben hier ein Plastikmesser, Leute. Deswegen können wir jetzt noch nachträglich... Oh, ist das diese Schinkenfrucht? Nee, ist richtig gut. Okay. Ja, man muss den Inhalt wie bei so einer Maracuja essen. Ja. Nein? Also es sind auf jeden Fall harte Kerne, die isst man auf jeden Fall nicht. Also ich habe das hier jetzt nochmal mit so einem Löffel ausgehöhlt. Ich probiere mal jetzt dieses hier. Ich glaube auch nicht, dass man das essen sollte. So, es ist mittlerweile ein wenig später und so ein kleines Loch im Magen habe ich ja wieder, ne? Jetzt sind wir vor einem Asian Supermarket. Ich würde sagen, jeder von uns zieht jetzt mal ein M&M und jeder von uns muss sich dann ein Produkt in der Farbe aus diesem asiatischen Supermarkt raussuchen. Aber etwas, was man nicht kennt. Ja, das fände ich auch richtig cool. Also, hier ist die Farbe eigentlich egal, weil alles ja. ist ein bisschen komisch da drin. Grün. Diesmal hast du grün, okay? Okay. Und ich ziehe... Rot hatten wir noch nicht, ne? Ich hab gelb. Wir hatten heute noch kein einziges Rot, ne? Also ich habe hier sowas Gelbes, das sieht ganz interessant aus. Allerdings weiß ich nicht, ob man das essen kann. Hast du schon was? Also ich habe bisher diese... Sieht aus wie Erdnussflips, sind es aber nicht. Auf jeden Fall Green Pea Snack. Das sieht aus wie diese Verpackungsdings, wenn du ein Amazon-Paket bekommst. Stimmt. Also jetzt habe ich hier so eine Blume, glaube ich. Ist das? Ich weiß nicht, ob man es essen kann, aber ich hole mir das jetzt einfach. Ich probiere es mal. Ich glaube, deins wird leckerer als meins. Lecker? Oh mein Gott, ist das geil. Echt? Probier mal. Darf ich nicht? Na dann. So, dann bin ich dran. Ist das jetzt einfach eine Blume? Das riecht übel würzig. Schau mal her. Sieht auf jeden Fall crazy aus.
Also ich glaube, das ist wirklich zum Kochen. Also macht man sowas an Reis zum Beispiel. Mhm. Ja, ich glaube, da war das lecker. Wir haben gerade noch einen Anruf bekommen und er hat unsere ganze gute Nachricht, dass wir den Bus heute abholen können, kaputt gemacht. Denn wir können den Bus heute nicht abholen, die werden doch nicht fertig. Deswegen können wir ihn erst morgen abholen. Also ihr seht das dann auf jeden Fall im nächsten Video, wie wir den abholen und wie viel wir wahrscheinlich auch bezahlen müssen. Also er meinte am Telefon auf jeden Fall so um die 700 Dollar. Mal schauen, wie das morgen dann wirklich wird. Aber das Problem ist, wir wollten heute Abend ja was im Bus kochen und das können wir nicht mehr, weil wir keine Küche haben. Das bedeutet, wir müssen uns heute auf jeden Fall noch um einen Schlafplatz kümmern und wir müssen mal schauen, was wir essen. Ob wir vielleicht irgendwas noch in einem Restaurant finden oder vielleicht einfach einkaufen und da noch irgendwas finden. Guten Abend, Freunde. Wir haben uns entschieden dazu, in einen Supermarkt zu gehen, uns der Challenge zu stellen, etwas in unserer Farbe fürs Amro zu finden. Ne? Also, mit warm machen wird ja auch schwer. Ne? Wir dachten uns, okay, gehen wir in ein Restaurant, aber dann wird es richtig schwer, wenn Maurice und ich unterschiedliche Farben ziehen, etwas für uns beide zu bekommen. Und es wäre richtig dumm, wenn ich alleine esse und du alleine. Deswegen werden wir jetzt in diesen Supermarkt gehen und erstmal die Farben ziehen. Die letzten für heute. Are you ready for that? Okay, also wer fängt an? Fangt ruhig an. Okay. Ich bin very gespannt. Ich nehme den von ganz unten, ne? Braun. Braun. Also endet der Tag, so wie er angefangen hat, mit einem Schokoladenbrownie. Also das fände ich gar nicht schlecht zum Abendessen. Aber ich habe auch Nein, Braun. Mann. Dann hätten wir auch einfach zusammen in ein Restaurant gehen können. Egal, ist doch gut. Jetzt können wir uns zusammen ein gutes Abendessen suchen. Ja, Mann, ich hätte eigentlich richtig Bock auf was Warmes. Warum haben wir unseren Bus nicht? Ich vermisse ihn jetzt schon richtig. Können wir uns darauf einigen, dass wir keinen Süßkram essen können? Also ich habe hier gerade so einen großen Schokoladenbrownie gefunden. Ich möchte nicht sowas essen. Oh, hier wäre jede Farbe dabei. Können wir uns was einigermaßen Normales holen? Okay. Wir haben eine Wärmeabteilung gefunden und hier gibt es... Richtig gut, ist alles warm. Wir könnten uns so ein richtig fettes Chicken holen, aber das ist von innen eher weiß und nur die Haut ist braun, ne? Das würde nämlich nicht so zählen. Aber ich werde auch nur die Haut essen, wenn ich ehrlich bin, aber es ist Verschwendung. Ja, und nochmal. Das sind so braune Bällchen, die sind gut. Warm und die sehen echt nice aus. Die nehmen wir auf jeden Fall, oder? Ja. Oh, okay, es wird eigentlich ganz gut. Oh mein Gott, warum haben wir nicht grün? Hier gibt es einfach grüne Dumplings. Also es wird auf jeden Fall auf Schokolade hinauslaufen, ne? Nimm die, Kim. Wir könnten auch einen Kompromiss machen. Dunkles Brot und Nutella. Nein, egal. Nimm einfach die. Wir nehmen diese Müsli. Ich hab eh nicht mehr so viel Hunger. In der Kasse haben wir noch was gefunden. Den perfekten Kompromiss. Braune Laugenbrezelsticks mit Nutella. Ja. Amazing. Also, ich finde das ein bombastisches Abendbrot. Ist sogar voll gesund aus, Maurice. Ah, glaube, das ist einfach mit Haferflocken. Ich glaube, das ist toll. Das ist gar nicht richtig mit Schokolade. Das ist einfach mit Haferflocken. Das ist gesund. Hier. Ja, schmeckt wie ein Brownie aus Haferflocken. Gönn dir. So, wir werden das jetzt alles noch aufsnacken. Es ist so lecker. Das war eigentlich ein richtig leckerer Tag, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auf jeden Fall noch machen so von M&M's das bestimmen lassen. Falls euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst auf jeden Fall mal ein Like und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, welche eure Lieblings-M&M-Sorte ist. Karamell, Crispy, Peanut, normal, whatever. Schreibt es auf jeden Fall rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace out rein. Tschüss.